Moin. Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Huh? Oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Und nö, hat diese Torte gegessen. Aber erstmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ja, wir sind ja hier gerade im Knast. Und müssen jetzt Blue ein paar Sachen aus seinem Schrank organisieren. Haben wir eben gerade dieses, unsere Nummer in seinem Croissant da eingetippt. Eingetippert, ja. Und mal gucken, was wir jetzt hier machen können. Da können wir auf jeden Fall als Polizist rein. So, wir haben wieder einen Spezialauftrag. Dann mal los. Hier ist der erste. Wie kriegen wir den? Einfach übers Ohr hauen und schön rum. Oh, das war ja mehr als einfach. Jetzt zack. Und zack. Schade, dass man die nicht richtig verprügeln kann. Aber na, ist ein Kinderspiel, ist okay. Wobei man bei anderen Lego-Spielen die immer verprügeln konnte. Egal, hier den Punker. Oder den mit dem Iro zumindest. Der Mütze her. Und noch der Chef von denen. Ach, hier, der holt sich erstmal einen schönen Snickers, wa? So einen Snickers vertilgen. Zack. Haben wir auch. Direkt Geld mal 6. Gute Arbeit! Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja, ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue! Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Ich habe gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. Hätte die Schule nicht abbrechen sollen. Jetzt wundert es mich, dass wir... Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen. Dass wir jetzt einen Räuber spielen können. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des... Aber nicht den Indianer und diesen anderen da, die mit dem Metzger, den wir freigespielt haben. Aber mal gucken, was das Spiel noch bringt. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. Das werde ich dir irgendwann heimsagen. Da ist, dann wechseln wir einfach zum Polizisten wieder, oder nicht? Okay, jetzt können wir hier wieder hochlaufen. So. So, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Erstmal das erste hier aufbrechen. Du kannst mich hier nicht festhalten an so einem schönen Tag. Da ist übrigens ein roter Legostein. Was ist das hier?
komm schon! Ich verpasse die guten Serien im Ach so, Fernsehen. Ja, okay, das ist dann einfach das erste Level. Kannst du mich nicht ewig hier festhalten? Ja, der erste Stein von diesem Level, einfach ein roten Stein mit dem Jemu. Level an roten Stein, da brauchen wir eine Schlüsselkarte, die haben wir nicht, okay, also weiter. Ah, wenigstens besser als Einzelhaft. Ja, so hier. Oh, da ist Strom. Lass mich gehen, ich bin unschuldig. Oh, warte, komm rein. Schon, gib mir noch eine Chance. Aufprügeln kann ich das nicht, ne? Nee. Das erzähle ich meinem Anwalt. Da rein komme ich sicherlich auch nicht. Da muss ich ja was zum Puzzeln oder so. Muss ich wieder den Polizisten nehmen? Hier ist es ganz cool, dass man halt so direkt diese ganzen Kostüme hat. Mal sehen, was das noch so wird. Ja. Ach, er kann da rein, oder was? Ne, hier ist ein Schlüssel, okay. Ich bin kein schlechter Kerl. Ich beweise schon alles dir, irgendwie. Wenn du mich gehen lässt. So, jetzt mache ich mich wieder hier zu dem Räuber. Der kann dann nämlich die Wand durchbrechen. Das kann Chase auch. Alles klar. So, hier kommen wir gar nicht rein. Okay, da brauchen wir dann wieder noch einen anderen. Aber hier können wir rein. Und das sind jetzt die Sachen von Blue da hinten, oder was? Mal gucken. Achso, warte mal. Ich habe nichts gemacht, er hat einfach selber gedreht. Ach, hier ist die... Boah, was ist denn das hier? Wie ist denn das alles verwuchert? Hier ist diese Chipkarte für da hinten. Ist, glaube ich, runtergefallen. Aber es ist egal, weil wir können ja easy hier wieder hochgehen. Und sind dann auch irgendwie schneller. Wir müssen nicht erst hier über die ganzen Dinger laufen und... links, rechts. Einfach hier die Chipkarte rein... nageln und dann ist gut. Hier kommen wir wahrscheinlich nur als Polizist rein. Jetzt gehen da die Laser weg. Oh Junge, was ist das hier für eine komplizierte Angelegenheit? Ah, jetzt gehen die Türen wieder auf. Chase, das ist wirklich wichtig. Mach ich mal easy, was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich oder nicht? Frank, so, ich bin im Gefängnis, um herauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh. Entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Hier ist wieder ein paar Steine. Mit dem Einbrecher können wir wenigstens ein paar Leute verprügeln. Ich glaube, hier im Bett ist nichts, ne? Naja, sind ein paar Steine. Können wir dem eigentlich Handschellen ziehen? Dann müssen wir erst die Polizisten in die Form. Egal, so ist auch okay. Ach. Ja. Da muss ich vielleicht als Polizist dran. Okay. Das kann ich noch gar nicht. Da brauche ich bestimmt den Elektriker oder so. Wird es bestimmt auch holen können. Das haben wir jetzt auch noch nicht. Das ist hart. Gut, das heißt, wir müssen jedes Level ungefähr zweimal spielen. Ach, da wird mir übrigens gerade angezeigt, der hier, der wahre Chase oder was auch immer, der wahre Polizist. Können wir mal gucken, dass wir den vielleicht schaffen. So viele Steine wie hier überall rumliegen, das ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Aber na gut, egal. Ich glaube, es ist ja bloß wichtig, den einmal zu bekommen. Und nicht, also einmal im Feinspiel und einmal im richtigen. Wie komme ich da rein? Achso, hier kann ich was bauen. Also einmal im freien Spiel oder einmal im Story-Modus. Diesen wahren, was auch immer zu bekommen. Jo, er hat auch Bock mit seinem Teil da. Können wir gucken, ob wir den jetzt schaffen und ansonsten Chase, ganz viel Geld bekommen. Bist du drin? Ja, der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm, das ist seine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Dann will ich das Teil hier machen. Okay, das ist ganz easy eigentlich. Könnte mal wieder noch ein bisschen schneller sein. Jetzt wird es ein bisschen schneller. Okay, nein, los. Doch, jetzt wird schneller. Links und runter, hoch, rechts, hoch. Hier geht er voll ab. Okay, 4, 3. Ach, einer haben wir verkackt. So Mist. Schade.
Hätte ich gerne alle richtig gemacht. Was ist kaputt? Da wenigstens Geld raus. Oh, ganze Menge Geld sogar. Oh, wir haben das untere Teil von dieser Polizeimarke bekommen. Super. Und hier ist ein Kronleuchter. Gut. Das hört ja einfach nicht der Polizeichef. Ah, jetzt ist er zugebaut. So schnell kommt er da nicht ja, raus. Ja, gut, das ist natürlich auch gut. Hallo? Ist da draußen Toilette? Jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Wer ist da? Was läuft da? Gut, erstmal hier ein paar Sachen. Safe in Ruhe und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Kann ich das, den Schreibtisch jetzt so aus, dass man irgendwas machen kann, aber gut, egal. Ach gut, einfach den Stuhl ein bisschen hauen, da kommt noch ein bisschen Geld raus. Hälfte haben wir vom Gold. Vom was auch immer waren. So, und jetzt knacken wir mal hier den Tresor. Wie gesagt, keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Spiel ja keine von ihnen ab. Das macht ja also eigentlich von selbst. Achso, jetzt müssen wir eine Platte spielen. Das ist bestimmt so eine Art Passwort. Was ist da draußen los? Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Alles kaputt. Ah, hier gibt's was zum Puzzeln wieder. Können wir bestimmt jetzt als Chase ran. Der einfach der mal alle Passwörter weiß. Der Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Gut, es war klar, dass irgendwas mit dem Bild ist, weil das so einfach mitten im Raum hang und einfach nicht kaputt machbar ist. Oh, das lag diesmal richtig schnell. Das kann ich also drin lassen. Jetzt kann ich rausschneiden. Super, und dann kann ich hier noch einen Wasserspender kaputt hauen. So, Einbrecher. Das muss die Zelle von Rex sein. Warum hat der so eine Zelle? Boxsack und Gewichte? Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. Interessant, ein versteckter Knopf. Okay. Was passiert jetzt? Achso. Hey Jungs, weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Jetzt gibt's eine Tracht. Prüfen. Ist die wieder verhaftet? Ja, okay. Und dann wahrscheinlich... Ich hätte doch Handschellen. Gut, jetzt kann ich hier noch schnell was einsammeln, weil ich gerade alles mal zwei bekommen. So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir. Hauptsache, der hat einfach hier so ein Doppelbett drin. Also wir machen das nochmal hier mit dem Gewichtheben eben gerade. Vielleicht kriegen wir dann auch was daraus. Oder zumindest Geld, das wir auch brauchen können. Den Pool müssen wir noch auch noch aufbrechen. Zack, er wirft die wieder weg. Jawohl, richtig viel Knete. Wie viel haben wir? Ach, Lala ist das. Also ich weiß, normaler Chase hier unterwegs.
Gut. Aha. Hier ist der zweite Knopf. Versteckter Knopf. Und den dritten Knopf. Wo ist der? Wo könnte der sein? Hinter dem Bild. Hier im Regal. Ja, wir müssen irgendwie da hoch. Gut, wie machen wir das? Wow, gut, das dass ich nicht drauf saß. Ich sag, aus der Toilette kommt so eine Fontäne raus, dass er damit einfach hochfahren kann, weil der war eklig. Gut, hier haben wir wieder ein Parcours, da können wir wieder rüberhangeln. Hä, Mist, wie bin ich denn runtergefallen jetzt? Oder warum, oder was auch immer. So, ich habe mich da. Ich habe mich nach hinten gehangelt, okay. War blöd. So, runter und super, alles klar. Und hier gibt es wieder einen schönen Hinweis. Wobei das eigentlich eindeutig ist, dass wir oben lang gehen müssten. Aber egal. Oh, hier ist was zum Puzzeln. Bevor ich drauf gehe, habe ich einfach nur ein bisschen was kaputt. Und sammle die Dinger ein. Damit wir da noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Ach, der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Gut. Mal gucken, wo der hinführt. Ach, der führt bestimmt bei diesem Rohr raus. Jo, das hatten wir doch vorhin schon gesehen.